Das funktioniert alles. Wieder zu groß, naja. Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer weiteren Folge von UTL auf Achse. Wir stehen hier in genau Zittau. Ist nicht weit von Lübau weg. Warum, weshalb und wieso? Erkläre ich euch gleich. Kurz zur Route. Es geht nach Schirke. Da soll ein Teil Ladung hin. Und der Rest geht nach Düsseldorf. Bis nach Schirke sind wir rund 10 Stunden unterwegs. Also die werden wir auch voll ausnutzen. Und dann werde ich Pause machen in Schirke. Ich werde also da mein Wochenende verbringen. Geladen habe ich, Dosen Schweinefleisch 22 Tonnen. Ich bin übrigens direkt da. Ihr seht mich direkt, ohne irgendwelche. Ich schalte euch mal dazu. Ich würde sagen, wir legen los. Wir haben Freitag. Kurz nach 8 Minuten nach 5. Nicht 5 nach 8, sondern 8 Minuten nach 5. Lass uns losrauschen. Dann erzähle ich alles weitere, warum, weshalb und wieso. Wie ihr wisst, in Lübau bin ich ja stehen geblieben, beziehungsweise habe ich ja abgeladen. Und dann hat Ralf mich angerufen von einem Spediteur aus Prag. Der hat hier einen Motorschaden mit seinem LKW gehabt und konnte die Fracht nicht weiterfahren. Wir hätten jetzt Trailer tauschen können. Die haben das dann hier organisiert, dass dann alles nach hier kommt und es ist auf meinen Auflieger aufgeladen worden. Soweit dann, warum bin ich in Zittau? Weil es zweispurig passt. Eine Sache muss ich mal gerade machen. Den will ich haben. Ja, so. Ja, komm, Kollege. Control, Cruise Control, der hat schon was. Wir sind immer noch auf der, wir werden auch noch weiterhin auf der Euronet unterwegs sein. Oh. Hier ist Lübau. Wo wir jetzt hinfahren nach Schirke, ist auch ein Teil von der Euronet. Von daher das mal Sinn, dahin zu fahren. Strick wieder rausnehmen kann. Ja, Jung. Wart. Ich bin heute mal freundlich. Ist ja Samstag. Das wird eine zweiteilige Tour. Wie gesagt, 10 Stunden können wir nicht auf einmal fahren. Das funktioniert nicht.
Also 19 Stunden können wir nicht auf einmal fahren. Das funktioniert nicht. Ja. Was macht ihr da? Immer geradeaus. Aber es ist es selber nicht. Die A4. Die geht bis nach Aachen. Zurück zu Euronet. Wenn ihr die runterladen, euch runterladen möchtet oder auch benutzen wollt, der Link steht unten in der Beschreibung. Könnt ihr die runterladen und wenn ihr irgendwelche Bugs findet, könntet ihr die auch auf dieser Page oder Homepage reporten. Gut, denn ich würde sagen, wir hauen rein. Übrigens nicht wundern, da war jede Menge Rot drin. Will ich jetzt gar nicht wissen. Ne, ich muss ja nochmal. 85 eingeloggt, Rastfuß, Oberlausitz. Schön, Beine zusammenfalten, nichts tun. Spur. Ich hab irgendwie einen Flügel hier, einen Mikro oder was.
gesagt, Frank hat den jetzt in die Werkstatt abgestellt, hat den leergeräumt, was er sowieso muss. Weil die beiden Scanias verkauft werden. Und ja, kommt ein neues Fahrzeug dafür. So ist es nicht.
gerade als aktiv. Gestern kam auch keiner, kommt heute auch keiner, fahren wir durch. Da können wir bleiben, brauchen nicht nach links rüber. Gleichspurig. Bleibt's. Stefan, JJ, Amon, Jan Bollemann, Chris Binford, Rusel, Zockt, Frank, also Rocken, Tracker Andal, Amon habe ich glaube ich auch schon, Lukas, Kassel. So wie es aussieht. Ja, machen wir. Oh, ich höre eine Baustelle. Da oben. Da liegt die Baustelle. Tagesbaustelle. 365 Tage im Jahr. In Deutschland. Ja komm, Junge. Gib Gas. Könnten sie ihn rollen lassen. Der Kollege will nicht, hat keinen Bock. Der hat zu viel Zeit. Wie gesagt, schaut bei denen alle rein und die sind alle unten verlinkt. Von daher. Lasst ein Abo da, einen Kommentar, Daumen, wenn möglich kann nach oben, nach unten. So. Auf den Harz bin ich jetzt mal gespannt, wie das aussieht, weil, wie gesagt, ich war noch nie da. Dürfte bestimmt eine coole Sache werden. Warten wir mal ab und lassen uns überraschen. Dreieck Südharz. Ja, was gibt es sonst Neues? SCS hat für die 1.45 Rebuild von Hannover angekündigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Hannover hat es ganz
ganz dringend nötig, weil das, was da an Darstellung ist von Hannover, das ist nicht Hannover, das ist ein Klecks auf der Karte. Sorry. Das geht ja nun mal gar nicht. Ups. Also das war ein Zukunftsauto, das schwebt über die Autobahn. Leute! Seid ihr denn des Wahnsinns? Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist ein leidiges Thema, was ich immer wieder beobachte im Real Life. Dieses Schleichen auf die Autobahn. Das Gaspedal ist rechts. Und da tritt man drauf, sobald ich um die Kurve komme, auf den Beschleunigungsschleifen. Dritter Gang und gib ihm. Aber heutzutage haben ja alle Angst mal, wenn mit der Autobahn 2500 Umdrehungen dreht. Und dann passiert sowas. Ich glaube, ich habe jemanden vergessen zu erwähnen, Lukas. Den dürfen wir auch nicht vergessen. Wie gesagt, fühlt euch alle gegrüßt. Es ist natürlich auch in letzter Zeit ein bisschen schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Ich hoffe, es wird jetzt ein bisschen ruhiger, aber Urlaubszeit heißt auch immer viel, viel Arbeit, weil man von anderen Arbeit übernehmen muss. Fährst du denn jetzt da stur 80 auf der linken Spur? Oh, jawohl. Wir können eigentlich Lichtausbildung machen. Ach, lass mich nicht. Das ist scheinbar. Wir müssen es hier eh anmachen. Oh, ein bisschen Leichtstuhl. Zittau vor dem Gelände genächtigt habe. Und zwar habe ich nachgefragt, ob ich auf dem Gelände übernachten könnte, weil Fahrzeit rum. Nein. Hintergrund war, die hatten das früher immer gemacht, die hatten die Fahrer, da konnten dann da schlafen. Das Problem war gewesen, die haben da Schweinereien hinterlassen ohne Ende. Mussten das halt eben auch jedes Mal wieder wegmachen und da hatten die keinen Bock mehr drauf. Wäre schön, wenn du das früher sagen würdest. Wir gehen nämlich jetzt auf die berühmt-berüchtigte A7. Sobald das Spiel läuft, findet kein Download statt. Was mir auch
aufgefallen ist, es wird immer wieder ein Download gemacht. Und ich weiß nicht warum. Also wenn da jemand einen Tipp weiß, sagt's mir bitte. Wahrscheinlich müsste ich offline gehen, Stecker ziehen, fertig, Schluss, aus. Da bin ich noch mal gespannt, was SCS da noch alles vorhat. Hannover ist ja schon mal ein guter Beginn, aber ich finde, Deutschland ist ein bisschen ziemlich vernachlässigt, um das mal so auszudrücken. Hey, eine Kreuzung überholen. Ladungssicherung hilft. Hilft viel. Viel hilft viel. Aber ich muss sagen, das gefällt mir schon hier. Schön gemacht. Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe mir ja mein Gestell hier fürs Lenkrad gemacht. Ich habe aber vergessen, die Schrauben festzumachen von den Pedalen. Eieiei. Wo sind wir denn hier gelandet? Hört. Oh mein Gott, der sitzt vor der Tür, der will rein. Aber es ist wirklich genial, wie das hier aussieht. Das gefällt mir. Jetzt ein bisschen schweigsam bin, ich bin halt eben. Warum stehst du da? Was?
einspurig. Also auch was Seltenes. Entschuldigung dafür. Ich wollte es nicht sagen. Sorry. Oha. Warte mal, ein bisschen die Steine wegräumen noch. Aber ist schon genial gemacht hier. Also gefällt mir wirklich gut. Wie gesagt, hier werden wir das Wochenende verbringen. Ist, glaube ich, das wirklich eine schöne Möglichkeit. Entschuldigung. Hier macht das Bauhaus. Das Bauhaus Schule. Das ist ja mal genial. Kann man ja gar nichts erzählen hier. Wenn man so beeindruckt ist von dem, was die hier gebaut haben. Das ist also der Wahnsinn. Euronet hat auch Ibiza drin, ne? Wenn ich mich nicht irre. Geht denn dahin? Sah nicht gesperrt aus. Das ist ja mal genial gemacht. Da geht's nach Schirke. Da fahren wir hin. Ja, mal cool da. Immer geradeaus. Wie ihr seht, ich bin zum ersten Mal hier. Hier muss ich hin. Hier wird heute noch entladen und dann stelle ich mich irgendwo hier hin. Wenn das mal richtig ist hier. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Oha. Ja Leute, ich gehe mal fragen und dann sehen wir uns gleich wieder. Das passt. Dann bis gleich. So. Da vorne soll ich ran. Einkaufsladen. Dann machen wir das, ne?
hat mich angeguckt, da sagt er doch glatt, wie, hast du keine Hebebühne? Ich sag, nee. Ja, deren Gabelstapler ist kaputt. Sag ich, Leute, wie ihr das Zeug da runterkriegt, ist mir eigentlich Latte. Ich habe nur den Auftrag, das hier hin zu bringen. Und von daher ist mir das wurscht. Das wird also jetzt eine spannende Angelegenheit, vor allem eine langwierige Angelegenheit. Aber vielleicht sattel ich einfach nur ab. Stell mich hier irgendwo an die Seite und fertig. Aber das kläre ich jetzt. Nichtsdestotrotz endet die Folge hier. Somit bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, kommentiert. Wenn ihr es nicht habt, abonniert, kostet nichts. Lasst einen Daumen hoch da. Und ansonsten, bis denn dann, euer Michael.